Six Rollen Mix, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, gleich geht's los mit dem Video. Freunde, ich habe eine Sprachmail bekommen, ja, von meinem Kollegen Comeback TV. Er meinte, hey, du musst unbedingt zum Hermannplatz fahren. Da gibt es gerade eine Sache, die wirklich gerade viral geht. Und über eine Medien sozusagen wird davon berichtet. Und zwar gibt es ein Plakat. Es gibt ein Gebäude am Hermannplatz in der Sonnenallee. Und da wird so ein Gebäude mit so einem Plakat einfach bedeckt. Und die Leute, die da leben, haben am Tage kein Licht. Und nachts wird da einfach am Plakat so Lichter angemacht. Und dann ist es tageshell so. Wie am Tag so. Und es fuckt die wahrscheinlich richtig ab, aber keiner sagt was. Ich weiß nicht, vielleicht braucht der Vermieter richtig Geld und ist gerade in Geldnot und deswegen lässt er diese Werbung da ans Haus raufknallen. Und der bereitet sich wahrscheinlich den Blackout vor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, lustige Aktion, wir fahren jetzt gleich dahin und ich erkläre euch natürlich viel mehr, okay? Also, wir fahren jetzt Richtung Sonnenallee, steigen am Hermannplatz aus und er hat recht, ich habe da nochmal reingeschaut, könnt ihr jetzt nochmal gucken, kann ich euch hier einblenden. Diese Story ist überall in den Medien zurzeit, überall. Ich dachte mir, komm, fährst du auch dahin, machst das Video zu Ehren deines Kollegen. Grüße ihn raus, ein Comeback an der Stelle. Er hat das viel schneller erkannt. Ich bin eigentlich schnell, schneller als die Polizei oder als Spiegel TV, aber in dem Falle war Comeback viel schneller als ich. Ich fahre da jetzt hin und gucke mir das auch nochmal an. Wie sieht das Ganze aus? Man denkt von außen, das Gebäude ist einfach nur so verdeckt und es hat keine Fenster. Aber es hat Fenster. Digga. Sowas gibt es nur in der Sonderlehre in Berlin-Neukölln. Der Vermieter dachte sich bestimmt, ich mache schnell Geld. Scheiß auf die. Die sind eh nur Kennex, die werden sowieso kein Wort sagen. Da ist ja eh, die renovieren sowieso. Ich mache jetzt einfach Werbung drüber. Und die Leute, die Werbung machen, sollen mir Geld geben. Wir fahren jetzt dahin. Wir quatschen nicht zu lange drumherum. Let's go, wir sehen uns vor Ort. So, Freunde. Berlin-Sonderlehre, Hermannplatz. Und da ist das Gebäude mit der Werbung. Ihr seht, da sind auch Bauarbeiten sozusagen, die gerade stattfinden. Und die Leute sehen da nichts. Wir sind jetzt vor dem Gebäude. Wir machen jetzt mal auch einen Trick. Was heißt Trick? Wir versuchen mal da reinzugehen, auch mit den Leuten zu reden. Vielleicht klingen wir da einfach unten und fragen. Wir gehen jetzt erstmal rüber. Ich werde erstmal gucken, wie das da aussieht vor der Tür. Sorry, Jungs. Ist bei Rot. Ist mir echt leid, Bro. Wir sind in der Sonnenallee, Neukölln. Ja, hey, guck mal hier. Das ist das Gebäude. Das sieht eigentlich okay aus. Wir checken mal ganz kurz, wie das aussieht. Hier finden tatsächlich Bauarbeiten statt. Laut Medien und dem Vermieter habe ich gehört, dass der Typ hier über 50.000 Euro kassiert hat für dieses Plakat, der Vermieter. So, das Ding ist, du siehst ja hier, ist eine Art Bauarbeiten, finden hier Bauarbeiten statt. Und die haben auch dieses Plakat davor draufgehauen. Und man denkt von außen, so wie Comeback TV das schon gesagt hat, El Kampinski, dass hier niemand wohnt. Aber doch, guck mal hier, hier ist eine Tür, hier kann man rein, ist zu leider. Hier könnte man eigentlich klingeln, ich weiß nicht, ob ich so asozial sein will. Aber ihr seht hier gerade, ne? Davon wird hier gerade gesprochen, deswegen sind wir auch hier. Gucken wir mal kurz, was da so auf der anderen Seite ist. Schau mal, man denkt, hier ist nichts los, aber da oben wohnen Leute. Jetzt willst du aus dem Fenster schauen und es ist dunkel, tagsüber. Dann willst du irgendwie vielleicht schlafen gehen und der Typ macht die Lichter an. Ihr seht da überall Scheinwerfer, ne? Jetzt hat er die Lichter ausgemacht, weil das jetzt in den Medien war. Ich glaube, demnächst kommt auch die Werbung weg. Und der Vermieter hat das Geld verloren, zur Hälfte wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Die Firma hat ihn auf jeden Fall bezahlt, dass sie diese Werbung hier ranbringen. Und schaut mal bitte, wie das aussieht. Das Haus ist komplett ummantelt von Werbung. Und das ist das Gebäude nochmal von der anderen Seite. Schaut euch das an. What's going on, Alter? Ja, ist natürlich heftig, ne? Also wenn man denkt, guck mal hier, die alte Tankstelle hier. Und dann das Gebäude hier, seht ihr auf der Seite. Auf der anderen Seite ist es genauso. Ah, ist schon bitter, wenn du dann morgens aufstehst. Kurz mal das Fenster aufmachen kannst, ist cool, aber dann so, wie soll ich sagen, nicht siehst, keine Sonne, ist ja eh Winter, aber trotzdem, kein Sonnenlicht oder an sich Tageslicht, ist schon abgefuckt. Ja. Seht ihr das von der Seite auch? Auch zu, alles zu. Ja, also, ich würde höchstens vielleicht noch mal eine Sache machen, da klingeln und fragen, wie die Leute sich fühlen, vielleicht können sie mir eine Antwort geben, dass ihr Haus in den Medien ist. Wäre auch interessant zu hören, was die Leute dazu sagen haben. Kommt mal mit. Ich werde das natürlich nicht auf die Klingelschilder da filmen, aber ich werde natürlich so nur das Audio sozusagen mit reinschneiden und hören, was die Leute da sagen. Der Vermieter hat auf jeden Fall ein bisschen Geld nötig. Wahrscheinlich hat er richtig Geldnot, weiß man nicht. Ja, aber
Wie gesagt, es soll angeblich 50.000 Euro geflossen sein. Und ich weiß auch noch nicht mal, ob die Mieter hier sich beschwert haben. Wie gesagt, die Medien sind da gerade dran. Und ich glaube, der Vermieter, der feiert das gar nicht. Das ist gerade überall in den Medienzeitungen und hast nicht gesehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gehen mal kurz klingeln. Mal sehen, was die Leute dazu sagen. Es ist noch nicht so spät. Und somit ein bisschen Medien müssen die heute rechnen. Ist eben so. Ihr Haus hier, das Gebäude ist hier in den Medien. Also müssen sie durch. Let's go. Hallo, jemand zu Hause? Hallo? Also jetzt hat man keine Antwort hier. Hat dann sogar jemand aufgemacht. So, und ihr seht, wir sind hier im Gebäude drin. Und es hat jetzt einfach jemand aufgemacht. Ich wollte eigentlich mit den Leuten reden. Aber wir sind jetzt drin. Wir gehen mal ganz kurz hoch. Wir probieren das Ganze, ja? So, wir gehen jetzt wieder runter. Ich war jetzt hier. Die Frau wollte nicht drauf sein. Aber, ja, die haben davon gehört. Shit. Wie gesagt, ich habe gerade mit einer netten Dame gesprochen, die hier wohnt. Sie meinte zu mir, sie möchte nicht drauf sein, weil es waren irgendwie schon 20 Leute hier in diesem Gebäude heute und wollte Interviews haben. Nach dem 20. Mal hatte sie auch keinen Bock mehr. Ich war der 21. Kann ich verstehen, aber super freundlich trotzdem. Die hat sie mir gesagt, ja gut, kannst ja mal woanders fragen. Ansonsten keine Ahnung, Freunde. Ich bin jetzt hier im Gebäude drin. Ich würde gerne mal aus dem Fenster gucken. Sie hat mir die Sicht jetzt nicht gestattet. Sie wollte niemanden reinlassen. Aber ich meinte, es gibt vielleicht mal so eine kleine Audiodatei. Wäre cool, was sie davon halten. Dass wenn sie morgens oder abends aus dem Fenster gucken wollen und es nicht geht. Sie meinte, nee, dafür, dass will sie sich nicht äußern. Und ja, kein Problem. Wir gehen jetzt weiter. Wir probieren noch mal ein einziges Mal. Ja? Also ich gebe nicht so schnell auf. Ein einziges Mal probieren wir es noch. Ich klebe irgendwo und dann hauen wir wieder ab. Hallo. Hi. Ihr Gebäude ist hier bei allen Medien. Was sagen Sie dazu, wenn Sie morgens aufwachen und aus dem Fenster gucken wollen? Und da ist überall Werbung. Sie können gar nicht. Das ist, ich wohne hier nicht. Ich bin hier zu Besuch. Ah ja, okay. Aber Sie haben davon gehört, ne? Ich hab das gesehen. Das ist wirklich. Das ist schrecklich. Also feiert ihr nicht? Ich bin hier gerade einfach nur zu Besuch vorbeigekommen. Ah ja, okay. Zu besuchen. Ich sehe das jetzt gerade auch das erste Mal. Mir ist fast das Herz aus der Hose gehüpft. Also, ja, richtig, ne? Was hat sich der Vermieter dabei, gedacht? Meinst du, der hat Geldprobleme oder Geldnot? Oder? Nö, Geldzucht. Geldzucht hat er? Das ist der Geilste. Danke, ich hab's schon gehört. Also, wir haben meinen. Du verdienst hier mit Mieten, irgendwie kannst du so viel Geld verdienen hier. Ja. Und das. Ich habe gehört, diese Werbung allein, die über rund ums Gebäude raufgeklatscht worden ist, dass da mindestens 50.000 Euro geflossen sind. Heftig. Das ist schrecklich einfach nur. Verstehe. Schönen Abend, alles Gute. Ciao. So, ich habe jetzt doch nochmal jemanden treffen können, ein bisschen Interview machen können, ihr habt es gehört. Am Ende ging das Licht aus. Ja, wir waren jetzt hier im Gebäude, Bruder. Einfach so. So. Und die Leute sind eigentlich super entspannt, super nette Leute. Eigentlich hier in dem Gebäude waren nur dazugezogene Deutsche. Bis jetzt habe ich nur Deutsche gesehen. Ja, also auch nur Deutsche gesprochen. Nichts gegen Deutsche, ich sag ja nur. Aber schaut mal. Das ist so der Vibe mit kaputten Scheibe. Bisschen abgescherbelt an der Wand. Ja, hey, mehr konnte ich nicht raus. Heftig, Bruder. Was geht ab? Hier ist das nochmal, das Gebäude von außen. So sieht das Ganze aus. Der Kollege hat wiederum gemeint, dass der Vermieter geldgierig ist. Grüße gehen raus an den Vermieter an der Stelle. Props gehen an dich, von mir aus. Was auch immer du da machst, ist dein Ding. Ne? Keiner kann dir das nehmen. Ich würde sogar sagen, dass hier, guck mal, hier finden ja Bauarbeiten statt. Und er dachte sich, scheiß drauf, wir klatschen die Werbung trotzdem rüber. Seht ihr das? Also hier findet ja eine Renovierung statt. Und er dachte sich, komm, klatsch mal die Werbung drauf. Aber dass die Leute aus dem Fenster schauen wollen, vielleicht am Tage, hat er vielleicht nicht dran gedacht. Ne? Das ist natürlich Abfall. Du stehst, wie gesagt, morgens auf, willst du aus dem Fenster schauen, es geht nicht. Schon schwierig. Die Medien haben das natürlich aufgefasst sofort und haben das sofort verkaufen können. Ja? Also die sind echt überall, überall. In jeder Zeitung gerade zu sehen, das Gebäude. Ja, easy. Ich war hier, ich würde sagen, das war's schon mit dem Video. Ey, ich kann es nicht lassen. Wir klingeln auf jeden Fall nochmal. Ja? Wir klingeln auf jeden Fall nochmal, wollen wir klingeln. Ja, komm, wir klingeln bei. Ich fühle mich so wie so ein Stefan Raab, Digga, der Leute nervt. Hallo, guten Abend. Guten Abend, ich wollte Sie ganz kurz noch mal was fragen. Und zwar Ihr Gebäude, das ist ganz groß in den Medien. Was halten Sie davon, wenn Sie morgens aufstehen und kein Sonnenlicht haben?
Ist scheiße, oder? Ich bin J6. YouTube-Journalist. Alles klar, danke Ihnen, alles Gute. Gut, ist dazu gezogen. So einfach, so werde ich Ihnen nichts sagen. Wir wahrscheinlich Geld haben. So, Freunde, irgendwann ist auch gut. Es ist Schluss, wir waren jetzt davor. Der letzte Typ, der war schon ein bisschen so angefickt. Der dachte sich, ey, was will der hier? Okay, ich war vor Ort, das war das Gebäude, voller Werbung. Grüße gehen raus an den Vermieter. Grüße gehen auch raus an den anderen Kollegen hier, bei denen ich gerade geklingelt habe. Ich habe seinen Familienname auch hier gerade sozusagen zensiert. Kann also wissen, wo ich geklingelt habe. Aber so sieht das hier aus, ne? Also ich mache mich auch nicht strafbar, wenn ich jetzt zu filmen komme, weil das Ganze gehört zum öffentlichen Raum und die Medien klingen auch überall, wie ich gehört habe, über 20 Mal gehen die da hoch und fragen Leute aus. Also von daher ist alles richtig. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. So, Freunde, also jetzt hättet ihr gefragt, was haltet ihr von diesem Sachverhalt? Ja, schildert es einfach mal unten in den Kommentaren, was denkt ihr darüber? Hat der Hausverwalter übertrieben oder der Vermieter? Und ich glaube, nach ein, zwei Tagen, jetzt demnächst wahrscheinlich schon spätestens morgen Abend, ist die Werbung da weg. Weil ich glaube, weil da eben sehr, sehr viel medialer Druck herrscht und der Vermieter wahrscheinlich das sowieso runternehmen wird, bin ich trotzdem nochmal happy, dass ich hier gewesen bin. Zum Glück war ich hier, danke nochmal an Comeback TV, dass du mir diesen Shit hier sozusagen vorher nochmal hier Bescheid gesagt hast, dass ich da nochmal vorbeikommen kann und drehen darf. Ist ja medial gerade richtig viral gegangen. Und ja. Ich würde sagen, das war's auch mit dem Video von. Daumen nach oben, danke fürs Zugucken und wir sehen uns zur nächsten Reise. Ja? Wo auch immer ich sein werde, wo auch immer ich bin und mein Unwesen treiben werde. Mein Name ist Six All in the Mix. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Grüße aus Berlin-Neukölln, Hermannplatz, Sonderling.